Steine kloppen ist angesagt. Und zwar mit dieser wundervollen Axt hier. Nee, Scherz. Die Steine kloppe ich natürlich mit einer Spitzhacke. Hier sind noch so viele kleine Steinchen, die hier rumliegen. Das ist auch immer nicht schlecht. Nehmen wir natürlich alle mit. Aber noch nichts verkommen lassen, ne? Nehmen wir zwei große Felsen. Dafür brauche ich natürlich etwas Werkzeug. Und nimm das und das und das und das und das und... Kein Gold drin. Geizige Umwelt hier. Geht ja gar nicht. Hoffen wir doch mal, dass in dem nächsten Jahr was drin ist. Und das und das und das und das auch noch. Und da ist tatsächlich Gold drin. So muss das sein. Jetzt klingelt es. Einen Moment. Pause. Okay, war nur der Postbote. Dann machen wir mal weiter hier. Furchtbar. Immer, wenn man jetzt wichtige Videos hier aufnehmen muss, dann wird man gestört. Geht ja gar nicht. Moment, nein, den wollte ich nicht ernten, den wollte ich mitnehmen. Hep. So, den brauche ich nicht ernten, den brauche ich nur abernten. Obwohl, könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Dann habe ich ein paar mehr Saplings zum Abernten daheim. Ach so, Schaufel ist alle. Sag doch Mädel. Jawohl. Hep. Noch etwas Gras. Ich glaube, Gras habe ich bald genug eingesammelt. So viel brauche ich doch gar nicht. Was ich jetzt brauche, sind Steine. Aber die kann ich nicht ausbuddeln und mitnehmen, weil die wachsen ja nicht nach. Die Axt, die Spitzhacke ist auch gleich wieder alle, sehe ich. Also, genau jetzt. Also nur Spitzhacke her. Und ich hoffe, ich finde noch ein bisschen mehr Gold. So wirklich viel habe ich jetzt noch nicht. Ich würde nämlich gern auch mal Goldwerkzeuge bauen, aber... Wenn man nur so ein bisschen Gold hat, ist das eigentlich Verschwendung. Hier sind noch mehr Steine. Und hier sind große Felsen wieder. Das und das und das und das und das und das. Wieder kein Gold drin. Oh ne. Geht ja gar nicht. War auch noch mit. Wie viel Gras habe ich jetzt? 5 habe ich dabei. Ist nicht so viel. Oh ja, da ist wieder Gold drin. So, ein Beerenstrauch. Hep. Ein Sapling. Hopp. Ein Steinchen. Noch ein Steinchen. Und noch ein Steinchen in groß. Ohne Gold drin. Hm. Haben wir noch mehr große Steinchen hier? Sagt die Map. Die Map sagt, da hinten sind noch Steinchen. Oh, bald ist schon wieder finster. Das geht ja auch immer schnell hier. Sie ist wieder am Verhungern, die Dame. Aber ist kein Problem, weil ich habe ja Beeren dabei. Wenn ich mir die brutzel. Ah ja, ein zünftiges Mal. So. Das machen wir mitten in den Felsenrast, weil dann kann ich nämlich nachts weiter Steine kloppen. Am besten hier so. Da, bis ich das machen muss. Habe ich überhaupt genug Kram dabei für ein Feuerchen? Ja, habe ich. Da ist ja wieder Nitro. Steinchen. Inventar ist bald wieder voll, sehe ich gerade. Egal. Wenn ich die Steinchen gekloppt habe und es Tag geworden ist, werde ich auch wieder zurückgehen nach Hause, weil... Dann habe ich erstmal hier noch Gold, dann habe ich hier noch Steinchen für den Anfang und dann kann ich mir erstmal schön mein Haus, beziehungsweise mein Basislager einrichten. Mit einer Steinmauer drumherum. Jawohl. Und noch mehr Gold. Und Flint in Unmengen. Das muss ich gleich wegschmeißen. Aber bisher geht's ja noch. So, ich würde sagen, hier ist ein guter Platz für mein Feuer. Was ist das? Ein Augenvieh.
Ein riesiges Augenvieh. Wieso wehrt sich das Viech nicht? Also wenn mich ein Augenvieh angreifen würde, würde ich zurückhauen. Ich hoffe, das Augenvieh geht gleich weg. Ich mag keine Augenviecher. Ich mochte Augenviecher noch nie. Augenviecher sind doof. Oder hat sich das Rind verteidigt und man hat es noch nicht gesehen? Nee. Egal. Braten wir uns erstmal. Oh. Da sind ja noch gebratene Beeren. Sind nicht so gesund, die Dinger. Wo ist denn die Rinderkacke? Habe ich hier gar keine mehr? Ist ja doof. Da ist Rinderkacke. Moment. Auf. Damit ins Feuer. Und meine Steine kloppen. Und noch ein paar Beeren braten, weil dann habe ich wieder einen Platz frei im Inventar. Was passiert eigentlich, wenn man gammelige Beeren brät? Werden dann die gebratenen Beeren auch gammelig? Man weiß es nicht. Hauptsache, mir geht's wieder besser. So, hier haben wir noch eine Karotte. Und damit ist das Inventar wieder gut gefüllt. So, dann werde ich noch ein paar Steine kloppen hier. Alle, die gerade in Sichtweite sind. Ich werde den Kram mitnehmen hier von dem... Oh, das Augenvieh. Hau ab, hau ab, hau ab, Augenvieh. Mach keine Augenviecher. Geh weg. Neue Spitzhacke. Spitzhacke? Jawohl. Jetzt habe ich schon wieder 7 Gold. Ist doch mal was. Ach, da ist noch kein Gold drin. Kann ich noch einen Busch ausbuddeln. Ich hab Platz mehr für die Beeren da. Okay. Ein bisschen Minenarbeit hier. Ich kann natürlich die Ekelpilze wegschmeißen. Inventar ist voll. Dann schmeiß ich die Ekelpilze weg. So. Was haben die Ekelpilze davon? Ich brauche Steine hier. Steine brauche ich. Steine sind immer gut. So. Nitro, Flint. Flint kann ich eigentlich auch den einen Stack wegschmeißen hier, den ich da noch habe, weil ich habe so viel Flint inzwischen. Was soll man mit dem ganzen Kack? Zumal auch noch gutes Rinderfleisch ist da vorne. Das sollte ich auch nicht verkommen lassen. Vor allem, weil ich eh schon welches Inventar habe. Hm. Oh mein Gott! Oh, jetzt weiß ich auch, wo ich Asche herkriege. Von ausgebrannten Feuern. Cool. Man lernt doch immer dazu. So, weg mit dem Flint. Stattdessen kommt da jetzt die Büffelwolle rein. Steine, noch mehr Steine. Hier haben wir noch mehr Felsen, oder? Wo ist die Spitzhacke jetzt wieder hin? Ist sie aufgebraucht? Kann nicht sein, dann habe ich die weggeschmissen. Habe ich nicht weggeschmissen. Dann ist er alle. Dann mache ich wieder eine neue. So. Wir brauchen schließlich noch ein wenig mehr Gold. Gold ist immer gut. Gold ist wichtig fürs Überleben. Gold ist wichtig für eigentlich alles. So. Da ist kein Gold drin. Flintvorrat kann ich wieder auffüllen bis auf 40. Jawohl. So, sind hier noch mehr Steine. Da ist noch ein Stein. Dann nehmen wir den auch noch mit. Ist wieder kein Gold drin. Doch, da ist eins. Gut versteckt. So, ein bisschen Rinderkacke. Noch ein Busch. Den nehmen wir natürlich auch mit. Hep. Da ist noch ein Büschchen. Oh.
ein Stein. So. Da war noch ein Stein. Da sind noch mehr Steine. Nicht nur einer. Ein Vogelnest. Ganz viele Vogelnester. Was machen wir mit den Vogelnestern? Das Nest ist leer. Oh, hallo Auge. Haut ab, Auge. Ach so, jetzt verstehe ich das. Die Nester gehören diesen Augen. Ah. Die beschützen nur ihre Nester. Ich dachte, die wollen mich angreifen. Gut, okay. Die haben also nichts gegen mich. Die wollen nur ihre leeren Nester in Sicherheit wiegen. Ja, 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 ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Hau ab. Dummes Vieh. So, noch eine Axt. Verdammte Axt hier. Wo war der Stein? Da ist der Stein. Gold. Steine. Und Flint. Ja, 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 ich gehe ja schon. Ganz ruhig, ey. Chill mal hier. Chill mal. Brav. Ich will nur ein bisschen Steine kloppen hier. Ich will eure blöden Nester gar nicht. Meine Güte, sind die aggro. Okay. So, da mein Inventar jetzt ja eh voll ist, kann ich auf dem Rückweg hier noch ein paar von diesen Steinen kloppen. Da ist nochmal Gold drin und Nitroglycerin. Das ist... Okay, lass jetzt mal da liegen. Das baut ja nicht weg. Ist da noch Gold drin? Jawohl. So. Jetzt habe ich wirklich erstmal genug Steine gekloppt und werde nach Hause gehen. Ja, 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 ja. Das nehmen wir nochmal mit. Vielleicht finde ich noch mehr Bärensträucher unterwegs. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Da sind noch mehr Steine, ist auch immer schön zu wissen. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Oh, ich bin in der ganz falschen Richtung, sehe ich gerade. Das ist doof. Dann müsste ich mir wohl gleich wieder ein provisorisches Nachtlager bereiten. Jedenfalls, wenn ich nicht schnell genug nach Hause komme. Obwohl das schon schön wäre, weil ich könnte nachts eine Menge Kram erledigen. Nämlich ganzen Sachen einpflanzen. Wieder was essen. Anfangen, meinen Schutzwall zu bauen. Und all solche lustigen Dinge. Doch, ich glaube, ich schaffe es nur nach Hause. Wenn ich jetzt in die richtige Richtung laufe. Noch einmal über diese schöne, grasbewachsene Savanne rennen. Sprinten. Ein paar Saplings einsammeln. Ah ja, da haben wir ja schon mein Lager. Herrlich. Oh, da wächst schon was. Ein Kürbis oder sowas und eine Möhre. Ich versteh's. Und wir machen das Feuerchen an mit Rinderkacke. So. Es muss brennen. So, als nächstes pflanzen wir erstmal das Gras hier wieder ein da oben. Zu dem anderen Gras. Das frisst mir auch keiner weg, im Gegensatz zu den Beeren, die scheinen ja von diesen komischen, ja, Trutpfauen da so gerne gemocht zu werden. So. Noch mehr Bärensträucher. Ach, das sind die anderen Beeren. So, noch irgendwas zum Einpflanzen? Nee, Büffelwolle kann ich nicht pflanzen. Saplings könnt ihr noch einpflanzen. Die packe ich mal auf die andere Seite. Dahin. Alles schon in einer Reihe. So. Und dann werde ich mir jetzt eine Steinmauer bauen. Steinmauer. Damals Steinmauer. Dafür baue ich Stein. Ist ja auch logisch. Stein hatte ich neben. Murmel, Marble, Steinmauer. Da! Aber die Zeit ist schon wieder gekommen. Das geht immer fix hier. Vielleicht soll ich die Folgen länger machen, aber ich glaube, das wird dann zu lang. Nee, nee. Steinmauer gibt's beim nächsten Mal.